Leben in Zeiten der multiplen Krise, studentische Ringvorlesung an der Uni Kassel. Also wir sind jetzt im letzten Block unserer Ringvorlesung angelangt. Im ersten Teil haben wir uns ja vor allem mit der Finanzkrise beschäftigt, haben uns unterschiedliche Diskussionen, Narrative darum angeschaut und haben uns angeschaut, wer dazu gerade zu Wort kommt. Im zweiten Block haben wir uns mit anderen Krisenerscheinungen auseinandergesetzt, unter anderem mit der Geschlechterkrise und auch mit der Migrationsbewegung und haben uns dort eigentlich dezidiert auch nochmal angeschaut, was sind da für Dynamiken, für eigene, welche besitzen sie und wie sind diese Krisen auch mit der Finanzkrise verwoben. Und wir werden ganz zum Abschluss dieser Reihe auch nochmal von Ulrich Brandt etwas zur ökologischen Krise hören. Heute eröffnen wir jedoch erstmal den Block im dritten Block unserer Vorlesungsreihe. Und der hat natürlich auch ziemlich viel mit dem, was wir im Vorfeld hier gehört haben, zu tun. Heiner Flassbeck und andere Ökonomen haben uns immer wieder berichtet, wie wichtig eigentlich die Lohnstückkosten in Deutschland sind, dass sie zu niedrig seien, dass die Löhne steigen müssen und dass dadurch die ökonomische Asymmetrie im europäischen Wirtschaftsraum, dass der entgegengewirkt werden kann. Wir haben gehört, welche dramatischen Auswirkungen die Maßnahmen der Troika in Griechenland, Irland und Spanien für die Bevölkerung hatten. Und daher dreht sich der letzte Block um die Frage, wie sehen Proteste und Widerstand eigentlich derzeit aus? Welche Alternativen werden angesichts von zunehmenden Kürzungs- und Prekarisierungstendenzen diskutiert? Und ich meine, vielleicht haben das einige von euch gelesen, laut einer Oxfam-Studie haben 62 Menschen auf der Welt derzeit so viel Vermögen wie die Hälfte der Weltbevölkerung. Wie kann die Schere zwischen Arm und Reich eigentlich geschlossen werden? Heute in diesem ersten Teil des Blogs geht es vor allem um Protest- und Streikbewegungen, Protest- und Streikstrategien. Nächste Woche werden wir uns dann mit Podemos politischen Projekten zuwenden und in 2 Wochen werden wir Alternativen zu Krisen und Kapitalismus diskutieren. Das Jahr 2015 wird uns allen vielleicht oder zumindest einigen von uns, älteren Generationen vielleicht nicht, aber zumindest einigen von uns als großes Streikjahr in Erinnerung bleiben. Und besonders prägnant und lange andauernd waren die Arbeitsniederlegungen der Lokführer und Lokführerinnen und des Bahnfahrpersonals. Und GDL-Chef Klaus Wieselski, den wir heute Abend als Gast begrüßen dürfen, der musste sich für die neuen Arbeitsniederlegungen harte Kritiken und Anfeindungen anhören. Darauf gehe ich gleich nochmal ein. Denn auch europaweit gab es eben nicht nur Streiks um die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und höheren Löhne. Dabei ging es ja bei der GDL auch nicht nur, sondern auch um die Austeritätspolitik, in anderen Ländern, nicht bei der GDL, und um den Abbau oder die Privatisierung von Infrastruktur, die Verarmung breiter Teile der Bevölkerung. Alexander Gallas wird sich daher einleitend mit den Streikbewegungen in Europa auseinandersetzen und sich dann damit beschäftigen, welche Versuche es derzeit gibt, das Streikrecht einzuschränken. Alexander Gallas ist seit 2013 wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachgebiet Globalisierung und Politik hier an der Universität in Kassel. 2003 hat er seinen Magister in Philosophie, Politikwissenschaften und Ethnologie an der Freien Universität in Berlin absolviert. 2004 erhielt er seinen Master in Soziologie an der Lancaster University und promovierte anschließend bei Bob Jessop über Arbeitskämpfe in Großbritannien unter der Thatcher-Ära in den 80er und 90er Jahren. Er war unter anderem Lehrbeauftragter für politische Ökonomie an der Fakultät für Gesellschaftswissenschaften an der Hochschule in Bremen. Als freier Mitarbeiter bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung hat er gemeinsam mit Jörg Nowak und Florian Wilde 2013 den Sammelband Politische Streiks in Europa der Krise herausgegeben, der frei im Internet zu kriegen ist und auch sehr lesenswert ist. 2015 erschien von ihm die Monographie The Thatcherite Offensive, a Neopolensian Analysis. Ja, auch bei dem Konflikt um die Lokführergewerkschaft GDL ging es, wie ich am Anfang schon sagte, nicht nur um die Löhne, sondern auch um das umstrittene Tarifeinheitsgesetz, das im Juli 2015 verabschiedet wurde. Damit soll das Ziel verfolgt werden, dass Tarifverträge für einen ganzen Betrieb und nicht mehr für einzelne Sparten festgelegt werden sollen. Und das betrifft besonders kleine Gewerkschaften, die dann nicht mehr als Verhandlungspartnerinnen auftreten dürfen. Und es führt auch dazu, dass Kolleginnen
nur über ihre Arbeitsbedingungen verhandeln dürfen, wenn sie sich eben der Mehrheitsgewerkschaft ihres Betriebs anschließen. Und damit wird ihnen indirekt vorgeschrieben, wie sie sich gewerkschaftlich zu organisieren haben, wenn sie für ihre Arbeitsrechte kämpfen wollen. Viele Gewerkschaften haben daher bereits Verfassungsbeschwerde erhoben, da sie durch die neuen Regeln ihr Streikrecht eingeschränkt sehen. Zum Streik der GDL und zur Tarifeinheit wird sich anschließend nach Alex Gallas Klaus Wieselski äußern. Klaus Wieselski ist gelernter Dieselmotorenschlosser und seit 1977 Schienenfahrzeugschlosser. Er absolvierte anschließend danach seine Ausbildung als Lokführer für Diesel- und E-Lokomotiven. 1990 gehörte die GDL im Osten zur ersten freien Gewerkschaft. Klaus Wieselski gründete im selben Jahr mit Kolleginnen die Ortsgruppe der GDL in Pirna und er wurde danach freigestellter Personalrat und später nach der Privatisierung der Deutschen Bahn freigestellter Betriebsrat. Seit 1992 ist er als hauptamtlicher Gewerkschaftsfunktionär für die GDL tätig. Seit Mai 2008 ist Herr Wieselski Bundesvorsitzender der GDL, auch zum zweiten Mal. Er ist unter anderem neben seinen Tätigkeiten als Gewerkschafter Mitglied im Aufsichtsrat der DEVK und unter anderem Mitglied im Aufsichtsrat der DB Schenker Rail Deutschland AG. Letztes Jahr wurde er als der meistgehassteste Mann Deutschlands oder der deutsche Varoufakis bezeichnet, was man natürlich auch als Kompliment verstehen kann. Kommt drauf an, von welcher Seite. Der Journalist Jakob Augstein lobte ihn indes als unbeugsamen Gewerkschafter einer aussterbenden Art. Und dass er Gott sei Dank nicht zu einer aussterbenden Art gehört, haben letztes Jahr tausende Lokführer und Lokführerinnen, Erzieherinnen und Sozialarbeiterinnen bewiesen, aber auch schon in den letzten Jahren hunderttausende Beschäftigte in Europa, die sich gegen Kürzungen und andere Austeritätsprogramme gewehrt haben. Ja, Alexander Gallas redet jetzt zu den Streiks in Europa der vergangenen Jahre und genau, die würde ich jetzt gleich das Wort geben. Danach redet Klaus Wieselski und dann würde ich sozusagen die Diskussion öffnen für alle und immer so nach zwei, drei Fragen wieder das Wort zurück an das Podium geben. Vielen Dank. Ja, guten Abend. Ich freue mich sehr über diese Einladung und möchte den Organisatoren und Organisatorinnen sehr danken dafür, dass sie von mir zum Thema Streik etwas hören wollen. Ich möchte anfangen mit einem meiner Lieblingsfotos von einer Streiksituation. Es klang ja schon an, dass ich mich sehr viel mit Großbritannien beschäftigt habe und auch mit Streiks in Großbritannien. Wahrscheinlich der Schlüsselstreik der Thatcher-Ära war der Bergarbeiterstreik 1984-85 und hier haben wir das wahrscheinlich berühmteste Foto aus diesem Streik. Und ich habe das deswegen mitgebracht, weil in dieser Konfrontation zwischen Polizisten und einem Bergarbeiter, der sich gleichzeitig als Polizist verkleidet hat, eine Thematik anklingt, die, glaube ich, meine gesamte Präsentation anleitet, nämlich dass es hier um eine Auseinandersetzung um Macht und Herrschaft geht. Ich denke, das ist in Streiks der Fall und ich möchte erklären, wie im Weiteren. Was ich genauer tun möchte, ist, ich möchte über drei Sachen sprechen. Erst einmal möchte ich mich mit Ursachen von Streiks befassen, also mit der Frage, warum gibt es sowas wie Streiks und mit der Frage, wie das verschiedene Kommentatoren gesehen haben, gedeutet haben, interpretiert haben. Dann möchte ich, und das ist in der Vorstellung schon angeklungen, etwas dazu sagen, wie sich Streiks entwickeln und entwickelt haben in der Situation der großen Krise seit 2008. Einerseits in Deutschland, aber andererseits auch auf europäischer Ebene. Und dann möchte ich mit einem sehr aktuellen Thema schließen, nämlich mit der Frage, wie es sich um das Streikrecht im Moment verhält. Und ich bin der Auffassung, dass es diverse, sehr deutliche Angriffe auf das Streikrecht gibt, auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Das möchte ich kurz skizzieren.
zu den Streikursachen. Ich habe hier jetzt mal drei Positionen mitgebracht, die man in der sozialwissenschaftlichen Literatur zu Streiks finden kann. Das ist jetzt nicht unbedingt eine vollständige Liste, aber prägnante Positionen und deswegen interessante Positionen, weil sie sich sehr stark verbinden mit bestimmten Alltagsauffassungen zu Streiks. Und die erste Position, die in der englischsprachigen Literatur als Unitarism bezeichnet wird, kommt aus der Management-Literatur und sagt, im Prinzip sind Streiks ein Ausdruck davon, dass es schlechtes Management gibt. Würden die Arbeitsbeziehungen, die Verhältnisse zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern auf eine vernünftige, rationale Weise eingerichtet, gäbe es Harmonie und folglich auch überhaupt keine Notwendigkeit für Auseinandersetzungen, kollektive Auseinandersetzungen, die dann gar noch durch Streiks ausgetragen werden. Da geht es dann um die Auffassung, dass man gute Kommunikationsstrukturen im Betrieb etablieren muss, dass man vielleicht bestimmte Formen der Partizipation von Beschäftigten erlauben muss. Alles in allem würde man dann sagen, ja, wenn es zu sowas wie Konflikten, wie Streiks kommt, ist das ein Zeichen von schlechtem Management. Ich meine, dass das eine problematische Position ist, deshalb, weil sich die Situation im Betrieb unheimlich schnell ändern kann. Und das dann gar nicht viel zu tun hat damit, wie dieser Betrieb gemanagt wird. Das heißt, durch Konkurrenzverhältnisse auf einem Markt kann es eben so sein, dass sich die Anforderungen für ein Unternehmen rasant verwandeln. Und das ist auch meine Erfahrung, immer dann, wenn ich mit Streiks zu tun hatte, dass das was damit zu tun hatte. Das Unternehmen auf einmal unter Druck geraten, zum Beispiel in einer Konkurrenzsituation, den Druck auf die Beschäftigten weitergeben. Hat also nichts mit Management zu tun. Dann haben wir die liberale politische Ökonomie. Und die liberale politische Ökonomie verbinde ich hier besonders mit Namen wie Friedman, Milton Friedman und Friedrich August Hayek. Und die machen ein anderes Argument. Die sagen, naja, dass es Streiks gibt, hat was damit zu tun, dass es so eine komische Sonderentwicklung in unseren Wirtschaften gibt, eine Sonderentwicklung dahingehend, dass Gewerkschaften es geschafft haben, ein Monopol über Arbeit herzustellen und dann dieses Monopol auszubeuten für ihre Sonderinteressen. Und bei Hayek geht das dann so weit, dass ihnen sogar der Rechtsbruch genehmigt wird, nämlich dass sie ihre Verträge unterbrechen können, indem sie dann streiken. Meines Erachtens wieder eine problematische Position deshalb, weil diese Position von der Annahme ausgeht, dass wir uns auf sowas wie einem ganz ebenen Spielfeld befinden, auf dem sich dann die verschiedenen Marktparteien bewegen und die alle in derselben Position sind und es nicht irgendwelche systematischen Ungleichheiten gibt, die dazu führen, dass Leute, die darauf angewiesen sind zu arbeiten, sich in einer ganz anderen Position auf so einem Markt bewegen als große Unternehmen. Das führt mich zur dritten Position, die ich für die plausibelste halte und die ich jetzt auch noch mal kurz ausführen will. Die habe ich hier Konflikttheorien genannt. Die verbindet sich mit großen Namen in der Soziologie vor allem, also Karl Marx, Max Weber, und auch dann Ralf Dahrendorf in der Nachkriegszeit, haben darüber geschrieben, wie Arbeit im Kapitalismus auf eine systematische Weise so organisiert ist, dass es zu Konflikten kommt. Und ich möchte ein bisschen über diese Position reden, in Verbindung mit einem Namen, der vielleicht nicht so bekannt ist. Das ist Nikos Poulantzas, ein griechischer Staats- und Klassentheoretiker, den ich aber sehr schätze und der meines Erachtens das recht klar formuliert hat. Der sagt, wenn wir kapitalistische Produktionsverhältnisse haben, haben wir eine Seite, die besitzt die Produktionsmittel, die Fabriken, die Rohmaterialien, alles das, wofür man sozusagen, was man braucht, um zu produzieren.
Und auf der anderen Seite gibt es die Leute, die nichts haben als ihre Arbeitskraft und die verkaufen müssen. Das ist natürlich eine Position, die er von Marx hat. Und er bezieht sich da auch stark auf Marx. Dann sagt Poulantzas, naja, diese Produktionsverhältnisse sind aber auch Herrschaftsverhältnisse. Das heißt, eine Seite, die Kapitalseite, eignet sich die Profite an, die erzeugt werden. Die Kapitalseite kontrolliert auch den Arbeitsprozess und drittens, und das ist was vielleicht nicht so bekannt ist, aber denke ich für die Diskussion wichtig ist, die Kapitalseite und das Management treten auch als Experten und Expertinnen auf und beanspruchen für sich Bescheid zu wissen, wie man ökonomische Prozesse durchführt, wie man einen Betrieb führt wie man auch gesellschaftliche Bedingungen schafft, damit das gut funktioniert. Was hat das mit Konflikten zu tun? Naja, die Auffassung hier wäre, da treffen zwei unterschiedliche Interessen aufeinander. Es gibt einerseits ein Reproduktionsinteresse der Beschäftigten. Die Leute, die arbeiten gehen müssen, müssen sich irgendwie reproduzieren, brauchen was zu essen und das ist ihr Interesse, weshalb sie ihre Arbeitskraft verkaufen. Für die Unternehmen steht ein Profitinteresse im Vordergrund. Hier muss ein Profit gemacht werden für investiertes Kapital. Und insofern haben wir eine Spannung, aus der Auseinandersetzungen um Arbeit resultieren. Diese Auseinandersetzungen sieht Poulantzas dann auch als den Grund, warum wir davon reden können, dass wir in einer Klassengesellschaft leben und dass es eine Klassenauseinandersetzung gibt im Kapitalismus. Was hier für unsere Thematik wichtig ist, ist, wir haben es hier mit einem systemisch verankerten Machtgefälle zu tun. Das heißt, und das habe ich gerade schon mal angedeutet in meiner Auseinandersetzung mit den liberalen Theorien, diese zwei Seiten, die sich da begegnen, begegnen sich eben nicht auf Augenhöhe. Wir haben kein ebenes Spielfeld, sondern wir haben Unternehmen auf der einen Seite, die nicht darauf angewiesen sind, dass sie den einzelnen Beschäftigten anstellen und andererseits den Beschäftigten oder die Beschäftigte, die sehr wohl darauf angewiesen sind, von diesem Unternehmen angestellt zu werden. Das heißt, wir haben ein systematisches Machtgefälle. Und wie kann man auf dieses Machtgefälle reagieren? Indem man sich zusammenschließt, indem man Koalitionen bildet, so die etwas altertümliche Ausdrucksweise, also indem man sich gewerkschaftlich organisiert und mithilfe des Mittels des Streiks eigene Interessen gegen die Profitinteressen geltend macht. Daraus folgt für mich, Streiks, die Tatsache, dass es Streiks gibt, hat was damit zu tun, wie kapitalistische Produktionsverhältnisse funktionieren. Das ist etwas systemisch Verankertes. Das ist nicht etwas, was wir durch kluges Management wegbekommen. Das ist auch nicht etwas, was damit zu tun hat, dass es irgendwelche Sonderinteressen gibt, die sich besonders gut organisieren können, sondern da, wo wir Kapitalismus haben, werden wir diese Auseinandersetzungen haben. Wir haben einen Interessenkonflikt, in der Literatur wird es dann als Antagonismus bezeichnet und wir haben ein systemisch verankertes Machtgefälle. Also wir können hier von einem Herrschaftsverhältnis reden. Ein anderer Aspekt, der in diesem Zusammenhang wichtig ist, gerade wenn wir sagen, dass für die Durchsetzung von den Interessen der Beschäftigten ein Mittel wie Streik so wichtig ist, wir haben natürlich erhebliche soziale und politische Errungenschaften, die nur mithilfe des Streiks durchgesetzt werden konnten. Wenn wir an sowas denken wie die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, müssen wir auch daran denken, dass es einen Riesenstreik in Schleswig-Holstein im Jahr 1956/57 gab, der diese Forderung gestellt hat und dann auch dazu beigetragen hat, dass sie durchgesetzt werden konnte. Aber auch wenn wir uns politische Errungenschaften angucken, wie die Demokratie. Die Demokratie in Deutschland wurde verteidigt 1920 durch einen Generalstreik gegen einen Putsch rechter Militärs, den Kapp-Putsch.
Sie wurde auch erkämpft in Generalstreiks in Belgien im späten 19., frühen 20. Jahrhundert, die sich für das allgemeine Wahlrecht eingesetzt haben. Das heißt, wenn wir über Streiks reden, reden wir auch darüber, dass das eine Möglichkeit ist für Leute, die sich eben in diesem systematisch verankerten Machtgefälle auf der Seite derjenigen befinden, die nicht in derselben Weise wie andere Macht haben, dass diese dann über ein Mittel fügen, dennoch auch politische Rechte durchzusetzen. Was bedeutet das, wenn wir jetzt auf die Krise schauen? Zunächst mal gibt es ja die verbreitete Annahme, und die ist nicht nur in Deutschland verbreitet, dass die Streikzahlen ungeheuer ansteigen. Oft haben wir es auch zu tun mit solchen Schlagzeilen wie Streikchaos da und da und so weiter. Nun kann man Streiks auf unterschiedliche Weisen messen und diese Messweisen sind nicht völlig gleich. Meistens wird wie in diesem Fall hier davon ausgegangen, dass man sich anguckt, wie viele Arbeitstage fallen aus pro 1000 Beschäftigte durch Streiks. Und wenn wir dieses Maß zugrunde legen, dann sehen wir im Prinzip, sehen wir hier recht klar, wir haben einen Anstieg 2010 in Europa, aber dann ein doch durchaus niedriges Niveau. Also es ist nicht unbedingt so, dass Streiks massiv ansteigen. Wir haben aber eine ganz interessante Entwicklung, die ich hier verdeutlicht sehe in dieser Grafik und die dann doch eine Veränderung in der Situation der Krise anzeigt. Diese Grafik ist ein bisschen komplizierter, die zeigt erstmal hier auf dieser grünen Linie an, wie sich die gewöhnlichen ökonomischen Streiks verhalten in Westeuropa. Also hier geht es um die EU plus Norwegen, die EU vor der Osterweiterung plus Norwegen. Und da sehen wir laut diesen Zahlen starkes Absinken. Die enden leider 2007. Es gibt keine aktuellere Fassung dieses speziellen Diagramms. Auf der anderen Seite sehen wir eine andere Entwicklung, nämlich die Entwicklung von Generalstreiks. Die grüne Linie zeigt normale ökonomische Streiks im Betrieb, wo Beschäftigte sagen, wir streiken und die Streiks sich an Arbeitsbedingungen entzünden. Die blaue Linie, diese sogenannten Generalstreiks, sind Proteststreiks, wo Sektoren, branchenübergreifend Leute zumeist für ein, zwei Tage zusammenkommen und aus meistens politischen Zielsetzungen sich zusammentun, auf die Straße gehen und protestieren. Und da zeigt sich ein deutlicher Anstieg. Wobei man auch sagen muss, bei den Grünen geht es um Zahlen pro 10.000 Arbeiter und Arbeiterinnen, bei den Blauen um absolute Zahlen, also um recht kleine Zahlen. Aber wir können sehen, also im Jahr 2011 um die 14 von diesen Generalstreiks in Westeuropa und die Zahlen für die Jahre drauf sind auch recht hoch, also seit Eintreten der Krise gab es etwa 40 solche Streiks. Und da sehen wir eine deutliche Verschiebung. Also das Kampfmittel dieses klassischen Streiks im Betrieb scheint nach diesen Zahlen eher zurückzugehen. Und dafür gibt es aber etwas anderes, nämlich diese sogenannten Protest- oder Generalstreiks. Last but not least, die Zahlen für Deutschland, auch hier kein eindeutiges Bild. Hier haben wir zwei Größen, die abgebildet sind. Das eine sind eben diese Ausfalltage, das andere sind die Zahl der Streikenden. Das geht sozusagen hoch und runter, aber es ist nicht so, dass ich eine eindeutige Entwicklung zeigen würde mit Eintreten der Krise. Was sind meine Schlussfolgerungen daraus, wie sich Streiks in dieser Situation der Krise entwickeln?
Ich meine, dass die Zahlen, soweit ich sie kenne, nicht darauf hindeuten, dass es eine stark quantitative Verschiebung, einen starken Anstieg von Streiks in Westeuropa gibt. Was sich schon viel mehr zeigt, ist, dass es so etwas wie eine sektorale Verschiebung gibt. Was meine ich damit? Offensichtlich wird stärker im öffentlichen Sektor und im Dienstleistungssektor gestreikt. Und wenn Sie sich die Vorlesungen vor Augen führen, die Sie hier gehört haben, werden Sie sicher über Austerität, über Sparmaßnahmen geredet haben, dann ist es auch nicht weiter erstaunlich, dass es viele Streiks im öffentlichen Sektor gab. Die letzten Zahlen der Böckler-Stiftung zu den Streiks in Deutschland sind, dass 97% der Ausfalltage im letzten Jahr im Dienstleistungssektor stattgefunden haben. Das heißt, da gibt es dann durchaus eine Verschiebung. Und diese Verschiebung ist relevant, meine ich. Insofern würde ich sagen, in der Situation der Krise gibt es veränderte Streikauswirkungen. Es gibt ökonomische Verschiebungen, das bedeutet, natürlich sind Profite unter Druck in der Situation der Krise, natürlich besteht eine Gefahr der Arbeitslosigkeit und das macht was mit der Streikfähigkeit der Leute. Das ist vielleicht auch eine Erklärung dafür, warum diese grüne Linie eben runterging, dass es schwieriger wird zu streiken, weil man keine Arbeitslosigkeit riskieren will, weil man unter großem Druck ist, weil es viele andere Arbeitslose gibt und so weiter. Aber es gibt eben auch eine Verschiebung der politischen Bedingungen. Und diese Verschiebung der politischen Bedingungen besteht meines Erachtens zentral darin, dass es diese Sparmaßnahmen gibt in Europa und dass, wenn Gewerkschaften auf diese Sparmaßnahmen reagieren, Streiks von vornherein schon fast politisch aufgeladen sind, ein politisches Statement darstellen, weil sie sich gegen eine herrschende Politik richten. Die Verschiebung in den öffentlichen Sektor bedeutet also, es kommt fast automatisch zur Auseinandersetzung mit dem Staat, zur Auseinandersetzung mit Regierung und dadurch haben Streiks auch eine andere Bedeutung und eine andere Dynamik. Meine Zeit ist fast vorbei, aber trotzdem möchte ich noch kurz auf ein meines Erachtens wichtiges Thema eingehen in diesem Zusammenhang. Und das ist, dass es so scheint aus meiner Perspektive, dass die Reaktion auf Streiks in dieser Situation der Krise und unter diesen veränderten politischen Bedingungen von der Seite der Kapitaleigner und Kapitaleignerinnen, von der Seite von Regierungen ist, Angriffe auf das Streikrecht zu fahren. Und das sehe ich meines Erachtens auf unterschiedlichen Ebenen. Das sieht man zum Beispiel auf der Ebene der ILO. Der International Labour Organization ist eine Organisation, die eine UN-Organisation ist eine Organisation, die eine tripartäre Organisation ist. Das bedeutet, dass in dieser Organisation die Gewerkschaften repräsentiert sind, die Arbeitgeberseite repräsentiert sind und Regierungen repräsentiert sind. Und auf der Ebene der ILO ist es nun so, es gibt dort Konventionen, die sozusagen fundamentale Rechte, fundamentale Normen im Hinblick auf Arbeit regeln, die auch für die Staaten, die diese Normen ratifiziert haben, rechtlich verbindlich sind, völkerrechtlich verbindlich sind. Und im Prinzip ist man jahrzehntelang davon ausgegangen, dass diese Konventionen ein Streikrecht beinhalten für die Gewerkschaftsseite. Diese Konventionen sind deswegen wichtig, weil die dann benutzt werden als Überwachungssystem, mit dem sich angeschaut wird, wie
es um Arbeitsrechte in den ILO-Staaten bestellt ist und seit einigen Jahren versucht, die Arbeitgeberseite auf der Ebene der ILO massiv eine Interpretation zu verhindern, die sagt, das Streikrecht ist gedeckt von den ILO-Konventionen und das Streikrecht oder das, die Behinderung von Streiks, das Verbieten von Streiks und so weiter kann entsprechend auch gerügt werden, wenn Mitgliedstaaten dagegen verstoßen. Wir haben das Tarifeinheitsgesetz in Deutschland, darauf will ich jetzt nicht weiter eingehen, weil Herr Wieselski sich sicherlich dazu äußern wird. Aber wir haben auch in Europa einige aktuelle Entwicklungen, die sich ganz erheblich gegen das Streikrecht richten. In Frankreich befürchten Menschenrechtler und Menschenrechtlerinnen in ihrer Kritik an den Notstandsgesetzen, die im Zuge der Terroranschläge auf den Weg gebracht sind, worden sind, dass diese Gesetze so gebaut sind, dass sie auch gegen Streikende gerichtet werden. In Großbritannien ist eine Trade Union Bill im Parlament, die die Erhöhung der Mindestbeteiligung bei Urabstimmungen vorsieht, und zur Folge hätte, dass ganz viele Streiks in Großbritannien nicht mehr legal wären, woraufhin Unite, eine der größten Gewerkschaften in Großbritannien, gesagt hat, wir müssen unseren Mitgliedern es einräumen, möglicherweise Recht zu brechen, weil wir nicht mehr legal streiken können. Es gibt in Griechenland, eins der Länder, was sicher hier viel diskutiert wurde im Rahmen der Vorlesung, zivile Mobilisierung, wo Leute zur Arbeit verpflichtet werden, wenn es zu Streiks kommt. Es gibt Angriffe auf die Tarifautonomie, wo Tarifverträge für nichtig erklärt werden, Flächentarifverträge eigentlich systematisch zersetzt werden. Und wir haben in Spanien immer noch ein postfrankistisches Strafrecht, was also auf die Franco-Zeit zurückgeht, was eingesetzt wird gegen Beteiligte an dieser Art von Generalstreiks, Proteststreiks, die ich gerade besprochen habe, wo gesagt wird, dass 200 bis 300 Leute betroffen sind von Gerichtsverfahren, nur weil sie diese Streiks mitorganisiert haben. Ich möchte abschließen, wenn wir über das Streikrecht reden, indem ich ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts zitiere. Normalerweise schimpfen wir ja über die Juristen, dass die so verquast reden und in so eine Fachsprache benutzen, die schwierig nachzuvollziehen ist. Ich finde, das bringt in großer Klarheit auf den Punkt, warum es ein Streikrecht geben muss, wenn es Koalitionsfreiheit, also die Freiheit, Gewerkschaften bilden zu können, gibt. Und dieses Zitat lautet: Tarifverträge kommen nur zustande, wenn sie gegebenenfalls von den Gewerkschaften mit den Mitteln eines Arbeitskampfes erzwungen werden können. Tarifverhandlungen wären ohne das Recht zum Streik nicht mehr als kollektives Betteln. Deshalb muss der Streik in unserem freiheitlichen Tarifvertragssystem zum Ausgleich sonst nicht lösbarer Interessenkonflikte möglich sein. Das heißt, wenn wir über das Streikrecht reden, reden wir über das Recht auf Koalitionsfreiheit, auf das Recht, Gewerkschaften zu bilden, das im Grundgesetz verankert ist. Wir reden also über ein Grundrecht. Und wenn wir darüber reden, dass dieses Grundrecht angegriffen wird, dann reden wir auch darüber, dass Leuten die Möglichkeit genommen wird, soziale und politische Errungenschaften zu verteidigen, die durch harte Kämpfe erkämpft worden sind. Ich meine, und damit möchte ich schließen, dass wir es zu tun haben mit einem Szenario der Krisenausbeutung. Das heißt, es wird eine Krise genutzt, um einen Angriff auf das Streikrecht zu organisieren, von der Kapitalseite, von Regierungen, aber mit Unterstützung der Kapitalseite. Und dass das ein sehr gefährlicher Schritt ist, weil, wie ich bereits gesagt habe, damit ein Grundrecht ausgehöhlt wird. Und jetzt danke ich Ihnen,
fürs Zuhören. Ich freue mich auf den Vortrag von Herrn Wieselski und ich hoffe, wir kommen noch ein bisschen in die Diskussion. Erstmal recht herzlichen Dank für die Einladung, die Möglichkeit, hier vor Ihnen zu sprechen und ein Stück weit auch etwas gerade zu rücken, was in der medialen Auseinandersetzung, die ja parallel dazu stattfand, ja, entgleist ist. Und dabei meine ich nicht den Umgang mit meiner Person, sondern ich meine, dass wir in dieser Auseinandersetzung der längsten und härtesten in der Geschichte der Eisenbahn, aber auch der GDL, die ehrenwerten Berufe der Lokomotivführer und auch der Zugbegleiter beschädigt haben. Es war uns vorher klar, wir wussten nicht, wie tief diese Beschädigung gehen wird, aber auch die Arbeitgeberseite wusste, dass mit Auseinandersetzungen dieser Qualität eine Entzweiung zwischen den Beschäftigten und den Führungskräften einhergeht. Die Erfahrung haben wir an mehreren Stellen über mehrere Jahre gemacht und die Arbeitgeberseite wusste, dass ein Teil der Beschäftigten des Unternehmens DB-Konzern hier die innere Kündigung vollziehen und sie dann später auch weiterleben lassen, nämlich die Entzweiung von den Interessenlagen des Unternehmens, was nicht immer gut ist. Wir mussten das in Kauf nehmen, wir wussten es vorher, wir mussten das um der Sache willen in Kauf nehmen, weil wir keine Alternative hatten in der Auseinandersetzung, die vor uns lag. Sie erlauben an der Stelle, dass ich eine kleine Korrektur mache. Ich bin also die 1992 hauptamtlicher Gewerkschafter geworden. Dort habe ich aufgehört, Lokomotive zu fahren, war über die Jahre als freigestellter Betriebsrat tätig und habe parallel dazu Gewerkschaftsarbeit gemacht. Ich bin erst 2002 in Frankfurt in die Zentrale ins Haus als Tarifreferent und habe die Jahre von 2002 bis 2006 in harter Kleinarbeit Tarifverträge entwickelt, Tarifverträge geschrieben und sie im Verhandlungswege gemeinsam mit der politischen Führung der GDL unter meinem Vorgänger dann auch durchgesetzt. Ich setze im Jahr 2002 ein, nicht weil ich dort in die Ebene des Tarifreferenten kam, sondern weil dort ein entscheidender Punkt liegt, der die Entwicklung der Auseinandersetzung zugrunde hat. In 2002 wurde die Tarifgemeinschaft zwischen der damaligen GdBA und der GDL aufgekündigt, wegen unüberbrückbarer Differenzen in der zukünftigen Ausrichtung, wie viel Kooperation hier stattfindet oder nicht. Und es kam zu einer gleichzeitigen Kooperation zwischen der damaligen GdBA und der Gewerkschaft Transnet, die heute EVG, Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, heißt. Im Oktober 2002 legte uns die Deutsche Bahn AG Tarifverträge vor, die hießen Ergänzungstarifverträge, in denen ausschließlich Lokführer und Zugbegleiter insgesamt 18 Arbeitsschichten im Jahr mehr arbeiten sollten. Und die Begründung dafür war, der Wettbewerb findet statt, wir haben immer mehr Verlust an Verkehr und deshalb müssen wir die Tarifverträge absenken, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Also Einkommensverlust zur Herstellung von Wettbewerbsfähigkeit. Die GDL hat verhandelt, wollte verhandeln und wurde vom Arbeitgeber mit der Aussage konfrontiert, Sie ändern an diesem Tarifvertrag weder ein Komma noch ein I-Punkt, geschweige denn ganze Sätze. Sie unterschreiben den so, wie er ist, oder Sie lassen es. Und da ist der Verhandlungsführer aufgestanden und hat gesagt, dann lassen wir es. Das war schneller gesagt, als dann tatsächlich umgesetzt. Allerdings begann genau in dem Zeitpunkt die Entwicklung der GDL von der reinen Berufsgewerkschaft für Lokomotivführer in Richtung einer weitergehenden Gewerkschaft für das Zugpersonal insgesamt. Als wir nämlich den Verhandlungstisch verlassen haben und die Arbeitgeberseite etwas frustriert war, weil sie glaubten, wir wären schwach und würden einlenken, traten die ersten 800 Zugbegleiter von sich aus in unsere Gewerkschaft ein, weil wir kommuniziert haben, diese Tarifverträge unterschreiben wir nicht. Es gelten rechtlich gesehen die alten Tarifverträge der GDL weiter. Und wer unter diese Tarifverträge fällt, und das sind nur Mitglieder, der behält den Schutz der alten Tarifverträge. Es war also nicht eine Strategie der GDL, zu expandieren und andere Mitgliederklientel zu organisieren, sondern es war eine Handlungsweise, die die Arbeitgeberseite verursachte, indem sie faktisch die Beschäftigten des Fahrpersonals, damals haben wir sie noch so genannt,
mit schlechteren Arbeitsbedingungen bedroht hat. Zum wiederholten Male. Und wir waren die Einzigen, die Widerstand geleistet haben. 2006 stellten wir dann fest, dass wir verhandeln können, wie wir wollen. Wir sind aber immer das fünfte Rad am Wagen, solange die damalige Transnet die Tarifverträge verhandelt und unterschreibt und wir lediglich mitzeichnen dürfen, also nichts anderes als einen Anschlusstarifvertrag machten. 2006 auf der Generalversammlung haben wir deshalb entschieden, die Interessen unserer Mitglieder nur komplett vertreten zu können, wenn wir eigene Tarifverträge durchsetzen. Und 2007/08, falls Sie das verfolgt haben, war die erste Auseinandersetzung zwischen der GDL und der Deutschen Bahn AG im Verfolg eines eigenständigen Tarifvertrages, der uns abgesprochen wurde mit der Botschaft, ihr habt euch unterzuordnen, ihr dürft lediglich lokführerspezifische Angelegenheiten regulieren. Und Sie werden es mir nicht glauben, am Ende war es eine einzige Tarifbestimmung, die nur lokführerspezifisch war. Das war die Fahrzeit auf der Lokomotive, dass ein Lokführer heute 5,5 Stunden am Stück fahren kann, ohne Pause, ohne Unterbrechung. Das war die einzige Tarifstelle, die wir autonom und eigenständig angeblich regeln durften. Und deshalb haben wir uns auf den Weg gemacht und haben mittels Arbeitskampf 2007 11 Monate lang die Auseinandersetzung gepflegt, erfolgreich gepflegt und 2008 am 8. März einen Tarifvertrag abgeschlossen, der mehrere Komponenten beinhaltete, von denen wir heute noch gut leben. Es ist das erste Tarifvertragssystem, in dem ein Entgeltsystem mittels Streik durchgedrückt wurde, und zwar von der Arbeitnehmerseite. Wir erleben in den Verhandlungen fast immer, dass neue Entgeltsysteme eingeführt werden auf Initiative der Arbeitgeberseite und die entfalten am Ende eine Wirkung, die meistens für die Beschäftigten, für die betroffenen Beschäftigten nicht die positivste ist, weil dann Nettigkeiten auftreten wie, da werden Bänder eingeführt, also Entgeltbandbreiten, und plötzlich stellt man ernüchtert fest, dass diese Bandbreite von richtig viel Geld bis etwas weniger Geld einem ganz perfiden System unterfällt, nämlich der Nasenpolitik des vorgesetzten Teamleiters, der dann entscheidet, wer den höheren Geldanteil bekommt und wer den niedrigeren. Die Anzahl derer, die den niedrigeren Teil haben, ist wesentlich größer als die Anzahl derer, die den höheren Anteil in so einem Entgeltband bekommen. Und das Schlimmste dabei ist, wenn Sie keine Leistungskriterien festmachen können, an denen Sie das messen, dann bleibt es niemals objektiv, sondern wird immer subjektiv. Das Entgeltsystem der GDL ist deshalb zu erwähnen, weil wir ein Entgeltsystem auf Berufserfahrung schon in 2008 eingepflegt haben. Und zwar aus einem einzigen Grund. Die Marktverhältnisse, die Wettbewerbsverhältnisse im Eisenbahnverkehrsmarkt bedingten, dass unsere Leute in ihrem Berufsleben zwischen 3- und 5-mal den Arbeitgeber wechseln müssen im Regionalverkehr, weil immer wieder Ausschreibungen stattfinden, die Lose neu vergeben werden und der von der A-GmbH zur B-GmbH wechselt, zur C-GmbH. Jedes Mal fing unsere Lokführer ganz von vorne in den Entgeltsystemen an, weil die Entgeltsysteme alle auf Betriebszugehörigkeit abstellten. Und das bedeutete, dass er noch 30 Jahre Lokführer sein konnte und wenn er Pech hat, am Ende seiner Karriere in einer neuen GmbH wieder am Anfang eines Entgeltsystems begann. Wir haben das auf Berufserfahrung umgestellt, die ist am Mann, an der Frau verankert, die ist unumstößlich, ist ein Faktum. Und heute wechseln Lokführer, Zugbegleiter langsam auch, aber erstmal die Lokführer, weil wir das dort perfektioniert konnten, auf ihre Berufserfahrung vom einen Unternehmen zum anderen und teilt dem Unternehmer eigentlich mit, in welcher Eingruppierung sie sind, weil sie überall dieselbe Tabelle vorfinden und sagen, ich bin 15 Jahre berufserfahren, ich stehe an der Stelle im Entgeltsystem und da gibt es bei der Einstellung keine Diskussion, wie viel er verdient, sondern er hat einen tariflichen Anspruch, normativ in dieses Entgeltsystem zu gehen. Wenn man die Geschichte betrachtet, haben wir das 2008/07 begonnen, als sogenannten Fahrpersonaltarifvertrag. Wir wollten die Zugbegleiter, die damals schon in einer größeren Anzahl gefühlt, geschätzt, ungefähr 1.500 bei uns Mitglied waren, 1.700 Mitglied waren. Wir wollten die mit tarifieren, sind aber nicht erfolgreich gewesen und mussten zum Schluss nur einen Lokführertarifvertrag in 2008 unterzeichnen. Und uns alle Welt, Politik, Moderatoren, Schlichter, das absprachen, dass wir ein Regulierungsrecht für die Mitglieder im Zugbegleitdienst haben. Wir haben in 2010/11 dann unseren Lokführertarifvertrag bei der Deutschen Bahn weiterentwickelt und haben in 2010 nach der Feststellung, dass der Wettbewerb
nicht über eine Absenkung des Einkommens zu regulieren ist, sondern über das Anheben der Einkommen der Wettbewerbsunternehmer. Haben wir die NE-Bahn, das ist eine fachliche Begrifflichkeit, das heißt nicht bundeseigene Eisenbahn, und das sind eigentlich alle Privatunternehmen, die als Wettbewerber in diesem Markt auftreten, die nicht Deutsche Bahn sind, also nicht im Bundeseigentum sich befinden. Die Frage, dass der Wettbewerb über die Lohnkosten stattfand, war unbestritten. Die Arbeitgeber in diesen kleinen GmbH besaßen die Gabe, jede Neugründung eines Unternehmens auf der grünen Wiese mit einem neuen, tieferen Entgeltansatz stattfinden zu lassen, sodass wir einen Markt vorfanden, der übrigens, und das darf einfach nie verschwiegen werden, weil es der Wahrheit und Klarheit dient, der von unserer konkurrierenden Gewerkschaft, die jetzt EVG heißt, damals Transnet, so tarifiert worden ist. Wir fanden Unternehmen vor, in denen 40% niedrigeres Einkommen tariflich festgelegt war für Lokomotivführer. Und das bedeutete, dass ein Lokführer für 1.800 Euro brutto arbeiten ging, 40 Stunden in der Woche. Und wir haben den Kolleginnen und Kollegen bewiesen, dass sie eigentlich bescheuert sind, wenn sie für so ein Bruttoentgelt arbeiten gehen, weil sie als Verheiratete mit zwei Kindern dem Grunde nach den Sozialhilfesatz nach Hause brachten und sich lieber hätten morgens gar nicht aus dem Bett bewegen brauchen und sie wären zu demselben Einkommen gelangt. Nun möchte ich hier nie als jemand dastehen, der für Nichtarbeiten und womöglich für Sozialhilfesatz plädiert, aber ich sage Ihnen, genau zu der Zeit sprach Herr Westerwelle etwas mit großer Gelassenheit aus, was ich aufgegriffen habe. Und das kommt mir auch vor, dass eine Gewerkschaft die Worte von Freiheitlich-Liberalen wiederholt. Herr Westerwelle sagte damals, Arbeit muss sich wieder lohnen in Deutschland. Der meinte, dass der Sozialhilfesatz zu hoch war. Ich habe das wiederholt und habe gesagt, jawohl, Arbeit muss sich lohnen in Deutschland und deswegen heben wir die Tarife an und müssen in die Auseinandersetzung gehen, müssen miteinander mit den Arbeitgebern der NE-Bahn das Tarifniveau anheben. Das war schneller gesagt und leichter gedacht, als es umgesetzt war. Es war wieder ein Jahr lang eine Auseinandersetzung, die allerdings in dem Land gar nicht so groß wahrgenommen wurde, weil sie fanden oftmals regional statt mit kleinen Unternehmungen und die Betroffenheit der Beteiligten war geringer, weil wenn sie eine GmbH bestreiten, die 100 Lokführer hat, dann ist das Verkehrsfeld, was die bearbeiten, natürlich klein. Der Gipfel dieser Auseinandersetzung war im Norden unserer Republik. Wir hatten mit der Nordostseebahn, NOB abgekürzt, die den Verkehr auch auf Sylt abbildete, hatten wir insgesamt 110 Tage Streik. Nicht am Stück, versetzt mal einen Tag, mal drei Tage bis zu einer Woche, aber 110 Tage Streik und am Ende gab es nur eine Schlichtung. Das ist bedeutsam für die Kräfteverschiebung, die stattgefunden hat zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Der Konzern, der im Hintergrund operierte, Veolia damals, hat insgesamt 13 Millionen Euro eingesetzt, um den Arbeitskampf der Lokführer und Zugbegleiter, die gemeinsam damals unterwegs waren, abzuwehren. Und das bedeutet, dass wir auf der Arbeitnehmerseite dem Grunde nach einer unendlichen Geldmenge gegenüberstehen, wenn wir uns in die Auseinandersetzung bewegen, die auf der Arbeitgeberseite teilweise locker gemacht wird, um Streiks abzuwehren. Und das bedeutet, dass gar nicht allzu viele Gewerkschaften überhaupt in der Lage sind, sich am Ende des Prozesses erfolgreich durchzusetzen. Weil sie brauchen nicht nur Mitglieder, einen hohen Organisationsgrad, sondern sie brauchen auch den entsprechend großen Hebel, um die wirtschaftliche Schädigung auf der Arbeitgeberseite herbeizuführen. Denn das ist das legale Ziel des Streiks. Und wenn Sie sich den bedauerlich geendeten Streik unserer Kolleginnen und Kollegen in den Kitas widmen, dann sehen Sie, dass dort der Machthebel überhaupt nie da war, und zwar von Beginn an nicht. Denn die Kommunen haben Geld verdient, indem sie die Einnahmen von den Eltern kassierten und keine Personalkosten ausgeben mussten. Die Gewerkschaften bezahlen das Streikgeld an ihre Mitglieder. Der Arbeitgeber, die Kommune, spart die Einkommen ein und kann zum Schluss nach so 4 Wochen Streik sagen, ich habe 5 Millionen eingespart. Das ist eine völlige Pervertierung des Ansatzes, nämlich wirtschaftlichen Schaden zu erzeugen und damit Druck auf die Arbeitgeberseite auszuüben. Da fehlte nach meinem Dafürhalten auch eine übergreifende Solidarisierung der Eltern, indem sie ihre Beiträge gar nicht erst bezahlt hätten.
hätten wir doch mal geschaut, wenn eine Kommune anfängt, diese Beiträge dann einzuklagen. Das hätte vielleicht wirklich einen Proteststurm in den Medien und auch in der Öffentlichkeit erzeugen können. Zurück zu den Lokführern. 10, 11, auch 12 Monate lang haben wir die Unternehmen, die im Markt beteiligt gewesen sind, mehr oder weniger überzeugend dazu bewegt, die Tarifverträge in die gleiche Höhe zu bewegen. Nicht schlagartig, nicht auf einmal, sondern Stück für Stück. Aber sie mussten alle anerkennen, dass es ein einheitliches Tarifniveau in diesem Land gibt. Das wird von der GDL vorgegeben, nicht von der Deutschen Bahn AG. Von uns, wir tarifieren den Marktführer und die anderen Unternehmen immer auf derselben Höhe. Und zwar in insgesamt 6 Kernelementen, nennen wir das Einkommen, die gleiche Tabelle, dazugehörige Wochenarbeitszeit als Referenzarbeitszeit, nämlich 39 Stunden, und dazu 4 markante Zulagen und Zuschläge, Sonnen-, Nacht-, Feiertagszuschläge, die brutto für netto gezahlt werden, weil sie steuerfrei sind, plus die sogenannte Fahrentschädigung oder wir nennen es Dienstantrittsprämie oder was auch immer, da gibt es verschiedene Begrifflichkeiten. Diese 6 Kernelemente sind in allen Eisenbahnverkehrsunternehmen dieses Landes gleich, in denen wir die Tarifverträge zeichnen. Damit kann die GDL für sich behaupten, dass sie von Beginn an einen tatsächlichen Flächentarifvertrag in die Welt gesetzt hat, der in seiner Wirkung von Nord bis Süd und von West bis Ost die gleiche Referenz setzt für den Wert der Arbeit. Nämlich das Verhältnis von 39 Wochenstunden zu einem Tabellenentgelt am Beginn eines Berufslebens 2.500 Euro brutto und am Ende eines Berufslebens derzeitig 3.100 Euro brutto. In dieser Referenz plus die Zulagen, die überall gleich sind, können wir behaupten, dass wir den Wettbewerb über die Lohnkosten 2011-12 beendet haben. Wenn Sie sich noch erinnern an den Beginn meiner Ausführung, in 2002 hatte die Deutsche Bahn AG versucht, die Tarife nach unten zu bewegen. Und 10 Jahre später haben wir Vollzug melden können, indem wir gesagt haben, wir haben die Aufgabe verstanden. Wir haben es allerdings genau andersrum gelöst, als die Arbeitgeber es wollten. Wir haben uns nicht mit dem Marktführer nach unten bewegt, was die Einkommen betraf, denn die Spirale hätte sich nach unten fortgesetzt, sondern wir haben die Wettbewerbsunternehmen nach oben tarifiert und können heute stolz behaupten, es gibt ein einheitliches Einkommensniveau. Dass wir zum Beispiel bei einer ODEC heute noch 88% in diesem Tarifvertrag verankert haben, ist der Tatsache geschuldet, dass alte Verkehrsverträge nicht auskömmlich sind und sie das Unternehmen faktisch in die Insolvenz treiben, wenn sie einen Tarifsprung von 40% machen. Funktioniert nicht. Ist kein Geld da, geht die Firma pleite. Kann man als Gewerkschafter nicht machen, weil man dann die Kuh schlachtet, die man eigentlich dauerhaft melken will. Das ist so ein geflügeltes Wort unter Gewerkschaftern. Das hat aber viel Lebenswahrheit. Denn wenn Sie ein Unternehmen in den Ruin treiben, gehen Ihnen die Arbeitsplätze verloren und Sie sind am Ende rechenschaftspflichtig gegenüber Ihren Mitgliedern, die plötzlich ihrer Existenz beraubt werden, wenn Sie keine Arbeit haben. Die Auseinandersetzung 14-15 ist das Ergebnis eines langen strategischen Vorbereitungszeitraums für beide Seiten. Was ich in meinen Ausführungen jetzt erst zum Vorschein bringe, ist, dass in 2007-8 in der ersten Auseinandersetzung der Emanzipation der Lokomotivführer mit dem eigenen Tarifvertrag ein sogenannter Grundlagentarifvertrag abgeschlossen wurde, der regelte, man kann es ganz platt nennen, die Claims abgesteckt. Die GDL tarifiert die Lokführer und die Transnet tarifiert alle anderen Beschäftigtengruppen. Wir hatten zu dem Zeitpunkt so um die 2200, 2300 Zugbegleiter als Mitglied und haben unterschrieben, dass wir für die keine Tarifverträge abschließen. Das heißt, wir hatten ab dem Zeitpunkt 2008 dem Grunde nach Mitglieder erster und zweiter Klasse. Und zwar Mitglieder erster Klasse waren die Lokführer, für die regeln wir die Einkommens- und die Arbeitsverhältnisse. Und die zweiter Klasse, die haben ihren Beitrag abgeliefert, bekamen aber von uns nicht Arbeitszeit und Entgelt geregelt. Weil wir uns, und an der Stelle darf man das sagen, unter dem Tarifeinheitsansatz, der in der Rechtsprechung vorherrschte, damals darauf verständigt haben. Das war ein politisches Papier, das ist von niemandem angegriffen worden. Aber beide Gewerkschaften haben bereits in 2010, 11, 12 klar die Erkenntnis gehabt, dass das unter grundgesetzlichen Aspekten, nämlich unter 9.3, überhaupt nicht möglich ist. Das ist eigentlich eine rechtswidrige und unzulässige Abrede zulasten der Koalition. Denn das Mitglied hat sich entschieden, in dieser Gewerkschaft zu sein, zahlt Beitrag
und kann erwarten, dass die Gewerkschaft selbst sich auch um die Kernelemente, nämlich Einkommen und Arbeitszeit, kümmert. Am 30.06.2014 lief dieser Grundlagentarifvertrag aus. Alle Beteiligten im Markt wussten, dass die Claims-Abstecken-Theorie nicht mehr umsetzbar ist und keiner wollte es, auch außer der Arbeitgeberseite. Und beide Parteien sind sehenden Auges in eine Auseinandersetzung gegangen, von der keiner wusste, wie lang sie wird, aber alle wussten, dass sie hart wird und alle wussten, dass sie teilweise auch an die Gürtellinie und Sie haben es miterlebt, auch darunter ging. Das wollten beide Seiten, die Bahn genauso wie die GDL. Und beide Seiten, das muss man auch wissen, haben auf Sieg gesetzt. Weil es keine Kompromisslinie gab, und da kommen wir an das, was Herr Gallas gesagt hat, nämlich, dass die Frage einer Auseinandersetzung, wenn sie im Verhandlungswege nicht weiterkommen, wir haben vor dem 30.06.2014 Tage, Wochen verhandelt, ohne jegliches Ergebnis. Das Ziel war immer, die GDL zu unterwerfen und eine Abrede zu treffen, in der wir die tarifpolitische Vertretungshoheit über unsere Mitglieder, über deren sozialen Status abgeben an die andere Gewerkschaft. Und das haben wir abgelehnt und das haben wir nicht unterschrieben. Und deswegen kam der 30.06. und es kam zum Treffen. Dann Anfang September, 6. September, war, glaube ich, der erste Arbeitskampf. 3 Stunden Warnstreik und glauben Sie mir, ich hatte 7, 8 mitgemacht. Da sind wir vor die Gerichte gezerrt worden und wir haben gestreikt. Der Warnstreik, der erste, der nur 3 Stunden lang ging, brachte eine mediale Protest- und Schmutzwelle zum Vorschein. Die hat es im längsten Streik 2007-2008 nicht gegeben. Das setzte bereits bei 3 Stunden Warnstreik ein. Und das Ziel war, Streik als etwas Schmuddeliges darzustellen. Die Handelnden, und hier konkret die Gewerkschaft, am Anfang zumindest, als welche darzustellen, die ausschließlich Machtpolitik betreiben und sich unberechtigt ihr Klientel erweitern wollen. Und da sage ich Ihnen dazu, wenn wir mittlerweile bei knapp 4.000 Zugbegleiterinnen und Zugbegleitern sind, die bei uns Mitglied sind, dann kann ich Ihnen unterschreiben und auch beeiden, dass davon keine 10% von einer anderen Gewerkschaft kommen. Keine 10%. Das hat was damit zu tun, dass der überwiegende Teil dieses Klientels gar nicht in Gewerkschaften ist. Wir nehmen also Gewerkschaftslose in die GDL auf. Und da darf man schon die These aufstellen, was ist daran falsch, außer dass Gewerkschaften dadurch stärker werden und außer dass wir dem allgemeinen Trend entgegenwirken. Denn der allgemeine Trend, meine sehr verehrten Damen und Herren, heißt, zurzeit sind noch 18% aller abhängigen Arbeitnehmer und Beschäftigten in Gewerkschaften. Und das ist der Offenbarungseid schlechthin für alle Gewerkschaften. Da kann ich mich zwar ganz gut fühlen, wenn wir sagen, bei der Deutschen Bahn haben wir 80% Organisationsgrad bei Lokführern und im Mittel liegen wir oberhalb von 70% über alle Eisenbahnverkehrsunternehmen. Aber das nützt mir gar nichts, wenn republikweit nur noch 18% der abhängigen Arbeitnehmer in Gewerkschaften verankert sind. Das hat Ursachen, aber bevor sich die Gewerkschaften mit sich selbst befassen und womöglich mal eine Ursachenforschung betreiben, warum dieser Zustand so ist und warum ausgerechnet Berufsgewerkschaften, und ich lehne es ab, den Begriff der Spartengewerkschaften zu verwenden, weil wir das nicht sind. Wir sind Berufsgewerkschaften. Wir haben am Anfang nur Lokomotivführer als Mitglieder gehabt, jetzt haben wir Begleitpersonale mit dazu und trotzdem bleiben wir Berufsgewerkschaften, weil wir mehr bieten als alle 2 Jahre 2% Lohnerhöhung im Gegenzug zu 25 Euro monatlichen Beitrag. Wir bieten unseren Mitgliedern stärkere Identität, wir unterstützen sie in ihrer beruflichen Ausbildung. Wir haben für diese Kolleginnen und Kollegen weitere Elemente, die sie als Mehrwert in einer Berufsgewerkschaft erhalten. Und wir sind absolut in der Lage, die speziellen Arbeitsverhältnisse zu analysieren, mit den Mitgliedern gemeinsam die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen und in den Tarifverträgen das abzubilden, was sie tatsächlich brauchen. Nämlich bessere Arbeitsbedingungen, das ist die entscheidende Komponente. Wenn Sie es analysieren würden, ist es bei Lokführern, bei Ärzten und auch bei den Piloten, exakt wegen den Arbeitszeitregeln zur Entzweiung mit den verhandlungsführenden Großgewerkschaften gekommen.
weil die Arbeitszeitelemente richtig wehtun, wenn sie in Arbeitszeitregimen stecken. Mache ich ein Beispiel, was nichts mit Lokführern zu tun hat, wenn Sie zum Beispiel Arzt sind und Sie machen eine Bereitschaft von 48 Stunden und das ist einfach Ihre Freizeit, die Sie netterweise im Krankenhaus verbringen dürfen, weil Sie im Falle des Einsatzes natürlich sofort vor Ort sein müssen. Völlig unreguliert, völlig unbezahlt mussten Arbeitszeiten abgeleistet werden, die einfach nie vergütet worden sind. Und das ist Tarifgegenstand gewesen. Wir haben das aufgegriffen und haben am Ende des Prozesses mit der Deutschen Bahn AG hier in dieser Auseinandersetzung, und da bin ich ein bisschen anderer Auffassung, als das hier im Vortrag davor zum Vorschein kam, man hat versucht, uns einen politischen Streik anzuhängen, allerdings nur ganz kurze Zeit. Die Regeln in Deutschland sind anders, was das Streikrecht betrifft, und die Tarifautonomie, die gesamte Gesetzeslage stellt darauf ab, dass bei uns politischer Streik verboten ist, und unsere größte Sorge war, dass man medial auch noch versucht, außer mich als Person zu beschädigen, uns den politischen Streik anzuhängen, weil parallel zu dieser Auseinandersetzung die Umsetzung des lobbyistischen Ansatzes passierte, den die BDA gemeinsam mit dem DGB im Jahre 2010 verwirklicht hat, nämlich die Schaffung eines Tarifeinheitsgesetzes. Es hat Ursache in einer, nennen wir es mal einfach, intelligenten Handlung auf der BDA-Seite, die mit dem immer wieder gültigen Satz "Teile und herrsche" die Gewerkschaftsbewegung gespalten haben. Intelligent und zielorientiert. 2010 machen sich ein Teil der Gewerkschaften auf, einen anderen Teil der Gewerkschaften per Gesetz zu verbieten. DGB, BDA gemeinsam marschieren bei der Bundesregierung auf und sind an der Stelle sowas von einig, dass einem Angst und Bange werden kann, weil man natürlich die Frage stellen muss, was bedeutet das denn, wenn zwei große gesellschaftliche Gruppierungen Hand in Hand bei einer Regierung anmarschieren und ein Gesetz verlangen, das dem Grunde nach nichts kostet. Dann sind sie plötzlich in einer höchster Gefahr, und 2010 bis 14 oder bis 13 hat uns an der Stelle, auch das darf ich der Ehre halber sagen, ausschließlich die FDP gerettet, indem sie als Koalitionspartner gesagt hat, mit unserer freiheitlich-demokratischen Überzeugung und unserem grundgesetzlichen Ansatz ist dieses Vorgehen nicht vereinbar. Wir lehnen es ab, einen Eingriff in die Koalitionsfreiheit 9.3 hier als Regierungsbeteiligte vorzunehmen. Das änderte sich schlagartig mit der Wahl 2013, als die Große Koalition zum Tragen kam und plötzlich die SPD, die das im Sinne der Gewerkschaften weiter beförderte, und die CDU, die aus dem lobbyistischen Ansatz der BDA traktiert und gefügig gemacht worden ist, als beide sich einig waren, das setzen wir um. Als Begründung gab es eigentlich nichts, denn von 2010 bis 2013 hat sich in dieser Tariflandschaft nichts Negatives verändert, trotz der Rechtsprechung zur Tarifpluralität. Und aus dem Grund war es zwingend erforderlich, dass irgendwas passierte, was als Begründung für das Tarifeinheitsgesetz herhalten musste. Und siehe da, die Auseinandersetzungen bei der Lufthansa und bei der Deutschen Bahn AG waren geradezu geeignet, eine Begründung, wenn sie auch halbseiten war und nicht stimmte, aber eine Begründung abzuliefern. Dem Treiben muss Einhalt geboten werden. Ich erspare Ihnen über die langen Monate die ganzen platten Sprüche. Die Verletzung der Neutralität durch unsere Regierungsmitglieder, die stattgefunden hat, nachweisbar. Es ist ein Herr Gabriel gewesen, der sich klar positioniert hat. Er ist Regierungspartei, der da hingeht und sagt, das muss ein Ende haben. Es ist der Bundesverkehrsminister gewesen, der von der Deutschen Bahn AG verlangt hat, dass sie gerichtlich die Streiks der GDL verbietet. Und glauben Sie mir, ich habe ihm ein Dankschreiben zugesandt, nachdem wir beide Gerichtsverfahren gewonnen haben. Und an der Stelle sage ich auf klar und deutlich, das war alles auch ein Ritt auf der Rasierklinge. Denn Sie gehen vor ein Gericht und Sie wissen nicht, wie die Entscheidung ausfällt. Und wenn Sie zu einer Einigung mittels eines Vergleichs gedrängt werden, dann überlegen Sie schon, ob Sie sich ein Urteil abholen oder ob Sie nie einen Vergleich nehmen. Aber alle Bestrebungen der DB waren darauf ausgerichtet, uns zu unterwerfen, und deswegen hatten wir eigentlich gar keine Wahl. Und nachdem das Arbeitsgericht in Frankfurt und das Hessische Landesarbeitsgericht in beiden Fällen bestätigt hatte, die Streiks der GDL sind zulässig,
Sie sind rechtmäßig und sie sind auch noch verhältnismäßig, obwohl wir 109 Stunden Streik angekündigt hatten. Von dem Moment an kippte auch die mediale Darstellung, weil es war einfach nicht mehr begründbar, dass da Bekloppte unterwegs sind, dass Weselski streikt, aber die GDL angeblich innerlich zerrissen ist und uns gar niemand mehr folgte. Das war nicht mehr vermittelbar, auch in der öffentlichen Darstellung. Denn Fakt war, es ging immer mehr als 3000 unserer Mitglieder gemeinsam an einem ausgerufenen Streik in die Streiksituation hinein. Ich habe an der Stelle das klare Zeichen gekriegt, dass meine Zeit abgelaufen ist und ich würde an der Stelle zwei Dinge noch anbringen wollen, ohne Schachtelsätze zu verwenden. Erstens, betrachtet man den Tarifkonflikt, ist mir es wichtig, dass man Ursache und Wirkung sieht. Und die Ursache einer Auseinandersetzung liegt immer bei zwei Parteien und nicht bei einer. Wenn Sie heute die mediale Vermarktung sehen, war nur die Lokführer schuld am Gesamtergebnis der Deutschen Bahn AG, die Milliardenverluste, Punkt 1, Punkt 2. Wir stehen dafür, dass das Soziale in der Marktwirtschaft bewegt wird von Gewerkschaften und nicht von irgendjemand anderem. Und wenn das richtig ist, meine Damen und Herren, dann sind 18% Organisationsgrad das Schlimmste, was uns eigentlich passieren kann. Denn nichts ist schlimmer als eine Gewerkschaft, die keine Kraft hat, weil sie keine Mitglieder hat und aus dieser nicht vorhandenen Kraft heraus schlechte Tarifverträge abschließt. Schlechte Tarifverträge führen zum Austritt von Mitgliedern. Der Austritt von Mitgliedern führt zu weiterer Schwäche. Die Tarifverträge werden noch schlechter. Ich lasse es an der Stelle, dass eine Spirale nach unten, die übersteht dem Grunde nach niemand auf gesunde Art und Weise. Wir sind der lebende Beweis, dass man für eine gute Zielsetzung und eine gute Gewerkschaftsarbeit erstens hohe Mitgliederzahlen hat, zweitens daraus die Kraft entwickeln kann und drittens es möglich ist, Beschäftigte abzuholen und ihnen aufzuzeigen, dass wenn sie sich nie selber wehren, sie dem Grunde nach von niemandem auf dieser Welt auch nur ansatzweise Hilfe erwarten dürfen. Deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bin ich jetzt gemeinsam mit dem Referenten vor mir bereit, in die Diskussion einzusteigen. Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und bitte Sie um Verzeihung, weil sich sowas Komplexes eigentlich so kurz gar nicht darstellen lässt. Ja, fange ich von hinten an und denke, dass auch Sie zu der Frage Solidarisierung versus Gemeinsamkeit oder Gemeinschaft etwas sagen möchten. Ich kann Ihnen nur eins sagen. Die Solidarität zu erzeugen, um in eine Arbeitskampfsituation überhaupt einzutreten, ist eine wirklich schwere Aufgabe. Und Einheit oder Gemeinschaftlichkeit ist nicht automatisch Kraft. Und das können Sie daran erkennen, dass innerhalb aller Gewerkschaften leider derzeitig nur noch 18% in Gewerkschaften sind. Und glauben Sie mir, es ist fast nie ein Gewerkschaftsloser in den Streik eingetreten oder hat sich stark solidarisiert mit den Streikenden. Die haben sich fast immer gedrückt, die Trittbrettfahrer. Das bedeutet, dass unsere Gewerkschaftsmodelle in der heutigen Zeit offensichtlich nicht geeignet sind, um Arbeitnehmer zu organisieren, sie dann zu solidarisieren und gemeinsam in Arbeitskampf einzutreten. Deswegen ist die Frage nach Kraft und nach Solidarität sehr, sehr differenziert zu beantworten. Man kann Kraft entfalten, wenn man wie wir an einem verhältnismäßig starken Hebel sitzt und die Arbeitskampfkraft eine starke Auswirkung hat, nicht nur wirtschaftlich auf den Arbeitgeber, sondern hier auch auf Drittbeteiligte, die wir eigentlich gar nicht treffen wollen, die wir aber automatisch mit treffen. Denn wenn wir die Kunden sehen, die Reisenden oder auch die Güterverkehrskunden, dann sind die beteiligt, ohne eigentlich beteiligt sein zu wollen. Da kommen Sie ganz schnell an die Frage, ob man dann denn in den Segmenten streiken darf. Die Antwort könnte lauten, nein. Wenn die Politiker nie lügen würden, indem sie von Daseinsvorsorge sprechen, aber gleichzeitig 94 die DB und die DR, also Deutsche Bundesbahn und Deutsche Reichsbahn, privatisieren. Und genau an dem Tag, im Dezember des Jahres 1993, hat sich die Politik von der Daseinsvorsorge verabschiedet.
Lokführer waren 100% verbeamtet bis 1990. Dann kamen die Tarifkräfte aus den neuen Bundesländern dazu und es fiel die Entscheidung, sie nicht zu verbeamten. Ich träume auch nicht davon, dass wir den Beamtenstatus wieder erreichen. Nur sowas kommt von sowas. Wenn man also einerseits entscheidet, sie aus dem Status rauszunehmen, der Alimentation, ohne Streikrecht, und sie als Tarifkräfte in den Markt schickt, mit all den Problemen, die wir dann eben lösen müssen, das fängt an bei Berufsunfähigkeit und, dann darf man ihnen nicht gleichzeitig auch noch das Streikrecht nehmen. Und die beiden Dinge stehen im Zusammenhang. Wenn Sie die heutige Arbeitnehmerlandschaft sehen und wissen, dass fast niemand mehr in Gewerkschaften ist, müssen Sie die Frage beantworten, warum das so ist. Individualisierung der Gesellschaft ist die eine Komponente, immer stärkerer Egoismus. Aber die andere Komponente ist, dass die Arbeitgeberseite die Beschäftigungen, die Arbeitsprozesse so zerlegt hat, dass sie de facto an einer Produktionsstrecke mittlerweile jegliche Couleur haben. Sie haben Leiharbeiter, sie haben Altbeschäftigte, sie haben Neubeschäftigte, sie haben 10 verschiedene Einkommensniveaus und damit einhergehend auch 10 verschiedene Verfahrens- und Verhaltensweisen, die alle darauf abzielen, es ja nicht zu einer Einheit und einer Solidarisierung kommen zu lassen, um die Produktionsprozesse zu unterbrechen. Am schönsten ist, wenn Sie es so filetiert haben, dass Sie jederzeit über eine Leiharbeitsfirma die Kernklientel ersetzen können und der Streik ins Leere geht. Das ist so der Traum auf der Arbeitgeberseite. Also die Zielsetzung bei Arbeitgebern ist, alles zu filetieren, um keine Gemeinsamkeiten mehr entstehen zu lassen. Die Antworten der Gewerkschaften sind aber bisher keine. Denn wir werden im Jahr 2017 150 Jahre alt. Aber dass wir eine Berufsgewerkschaft sind und dass wir den Lokführerberuf im Vordergrund haben, das hat ganz andere Ursachen. Das hat was mit Berufsehre zu tun, aber auch mit dem Status, den die Lokomotivführer damals hatten. Sie waren nämlich von Beginn an in einem beamtenähnlichen Status, weil die Eisenbahn als strategisches Instrument auch in kriegerischen Auseinandersetzungen fahren musste. Und deswegen war die Alimentation am Beginn dieses Berufes im Grunde nach sofort verankert. Die Eisenbahn muss immer fahren, also sind diejenigen, die dieses Fahren gewährleisten, auch in einen entsprechenden Status zu heben. Und wenn Sie sich heute die ITler anschauen, die Landschaft, die dort entstanden ist, dann sehe ich ehrlicherweise und hoffe auch darauf, dass dort nochmal eine Bewegung entsteht, die eine spezielle Gewerkschaft entstehen lässt. Dort prostituieren sich Beschäftigte. Mittlerweile sind wir so weit, dass die Arbeitspakete im Internet ausgeschrieben werden und sich die Beschäftigten darauf bewerben dürfen. Allerdings ohne, dass jemand auch nur ansatzweise kontrolliert, ob die in einer angemessenen Zeit für das ihnen angebotene Geld auch tatsächlich wirtschaftlichen Erfolg haben. Sie können sich gar nicht mehr solidarisieren, weil sie völlig isoliert werden und im Grunde nach als Individuen wehrlos sind. Wenn die Entwicklung sich fortsetzt, ohne dass auf der Gewerkschaftsseite ein Äquivalent entstehen kann, wie auch immer das aussieht, ich möchte hier nicht behaupten, dass die Berufsgewerkschaften das einzige und auch noch Allheilmittel sind, aber sie sind der einzige Beweis dafür, dass man Organisationsgrade oberhalb von 50% abbilden kann. Und an der Wahrheit kommt niemand in diesem Land vorbei und auch in anderen Ländern nicht. Und wenn die Zukunft womöglich ein Mix ist und wir feststellen, dass es Sinn macht, in bestimmten Segmenten 5, 10 oder vielleicht 12 Berufe zusammenzuführen und das gewerkschaftlich organisiert in die Zukunft zu treiben, von unserer Seite aus gerne. Aber solange kein Gegenbeweis da ist und wir die 18% hier im Land haben, werden wir nie aufgeben unter der Überschrift, ihr seid entsolidarisiert und ihr handelt egoistisch. Weil beides nämlich nicht stimmt. Der höchste Solidarisierungsgrad trat ein in der Auseinandersetzung 14-15. Allerdings in dem Klientel Lokführer und Zugbegleiter. Und glauben Sie mir, nur die Lokführer haben den langen Hebel und die haben für die Verbesserung von Arbeitszeit und Entgelt der Zugbegleiter gestreikt. Die höchste Form der Solidarisierung, weil die Wirkung beim Zugbegleitern eben nicht so groß ist, wenn sie in den Streik eintreten. Und da ist nie Menge das, was zum Erfolg führt, sondern Qualität. Wie auch immer wir das in Zukunft abbilden. So, wie wir es zurzeit abbilden, mit angeblichen Branchengewerkschaften, die aus dem industriellen Zeitalter kommen, haben wir verloren. Und wenn wir uns aufspalten lassen, was passiert ist, bleibt das auch so.
Zweite Frage, Börsengang DB, ich glaube, Sie verwechseln zeitlich etwas. Der Börsengang der DB war 7-8. Dort war Medon als Vorstandsvorsitzender zugange und der hat einen Börsengang betrieben. Der ist 8 abgesagt worden, obwohl er politisch umgesetzt war, also genehmigt, wurde abgesagt wegen der Finanzkrise, weil man kein keinen bedeutsamen Preis mehr dafür bekommen hat. Damals war die Rede von 4 Milliarden für 25% der DBML AG. Das fand dann nicht statt. Derzeitig kommt die Aussage, es gibt keinen Börsengang, was wahrscheinlich ist. Warum auch? Sie können auch einen Teil dieser Deutschen Bahn AG verkaufen ohne einen Börsengang. Sie brauchen nur jemanden, der bereit ist, dafür einen Geldbetrag X zu bezahlen. Das heißt, der Einstieg eines Investors ist jederzeit möglich. Und deswegen sehen wir die augenblickliche Entwicklung der DB eher kritisch. Dritte Fragestellung oder zweite Fragestellung von Ihnen, was denn eigentlich entgegenwirken soll der Spaltung der Arbeitnehmerschaft? Die Solidarität wird immer wieder in den Raum gestellt als ein zwingendes Element. Ich sage dazu, ja, die ist zwingend notwendig. Allerdings ist die Solidarität in den Großgewerkschaften untereinander nicht gegeben. Als wir Verhandlungspartner zweiter Klasse waren, haben wir uns mit einer Reihe von Forderungen eingebracht. Tarifrunde findet statt. Am Ende, kurz vor Abschluss, kommt 3% Entgelt auf den Tisch. Da haben wir uns gemeldet und gesagt, wir haben aber riesige Arbeitszeitprobleme. Wir müssen das lösen, das lösen, das lösen. Uns war klar, dass wir nie alles geregelt kriegen. Wissen Sie, wie die Aussage des Verhandlungsführers der Großgewerkschaft lautete? Glaubt ihr denn, dass ihr kleine Menge Anspruch auf Teil dieses Ergebnisses habt? Es gibt 3%. Wenn ihr eure Arbeitszeitforderungen umsetzt, würden alle anderen nur 2,5 oder bloß 2% bekommen, weil man ja die Arbeitsthemen auch finanzieren muss. Das wird nicht stattfinden. Das ist bei allen drei Berufsgewerkschaften, Marburger Bund, Cockpit und auch GDL, die Ursache für den Bruch der Verhandlungsgemeinschaften, die mit den großen Gewerkschaften gebildet worden sind. Insoweit fand die Entsolidarisierung bereits im Vorfeld statt, weil Arbeitsbedingungen im Bereich von Ärzten, Piloten und auch Lokomotivführern das entscheidende Kriterium für verbesserte Arbeitsbedingungen sind. Nie unbedingt das Entgelt steht im Vordergrund, sondern die Arbeitsbedingungen. Qualität von freien Tagen, Länge von Ruhezeiten, Länge von Ruhetagsrhythmen, das sind entscheidende Komponenten. Und dort fand eine Entsolidarisierung innerhalb eines Verbundes statt, der führte zum Bruch. Und deswegen ist die Frage aus unserer Sicht nie, ob sich die Spaltung fortsetzt, denn die von der GDL in den Jahren seit 2008 errungenen Tarifabschlüsse wurden zu jeder Zeit und zu jeder Stunde auf alle Eisenbahner angewandt. Ich begegnete mit dem klaren Satz, wenn die Funktionseliten, wie wir oft beschimpft werden, in der Lage sind, die Kraft zu entfalten und Tarifabschlüsse bewirken, die besser sind, sowohl in Geld als in Zeit, also in Arbeitszeitregeln, wo ist dann die Entsolidarisierung, wenn es alle bekommen? Man muss immer hinschauen, wer diese Thesen verkündet. Und interessanterweise sind es oftmals die Arbeitgeber, die diese Thesen verkünden. Und da sage ich immer, bei meinen Großeltern galt ein festes Sprichwort, immer wenn dein Kontrahent dich anfängt zu loben, musst du dich zurückziehen und überprüfen, was du falsch gemacht hast. Das wünschte ich mir, dass wir das auf der Gewerkschaftsseite als Gemeinsamkeit entwickeln und Strategien diskutieren, die darauf abzielen, wie stellt man eine Gewerkschaft oder wie stellen wir uns als Gewerkschaften in der Zukunft auf, um aus dieser 18%-Falle rauszukommen. Danke, ich bin durch. Okay, also ich werde versuchen, die beiden Fragen zusammenzuziehen. Die Frage nach der Entsolidarisierung und woher kommt das? Und die Frage, ja, was haben gewerkschaftliche Strategien möglicherweise damit zu tun oder wie haben die dazu beigetragen? Ich habe ja bei meinen Zahlen, bei meinen Graphen eher kurze Ausschnitte gezeigt, Ausschnitte, die sozusagen die Situation vor der Krise, nach der Krise beleuchten. Aber natürlich haben wir es hier mit sehr langfristigen Entwicklungen zu tun. Also die, das Problem des gewerkschaftlichen Organisierungsgrads, das gibt es flächendeckend in den westlichen kapitalistischen
Industriestaaten. Es gibt ein ganz starkes Absinken seit Jahrzehnten inzwischen auf ganz niedrige Niveaus. Und das hat Herr Wieselski ja schon geschildert. Es gibt große Umbrüche in der Arbeitswelt hin zu Flexibilisierung, hin zu Prekarisierung, hin zu neuen prekären Dienstleistungsjobs, die schwierig zu organisieren sind. Die Antworten, die Gewerkschaften darauf gegeben haben, waren zum Teil diese, wo Sie im deutschen Fall sicher zu Recht von Wettbewerbskorporatismus reden, also dem Zurückziehen auf die Verteidigung bestimmter industrieller Kerne, mit denen man dann sozusagen die eigene Position sichern will in Form von Aushandlungen. Es gab andere Modelle, wo gesagt wurde, Gewerkschaften sollen eher wie Dienstleistungsunternehmen funktionieren, gute Dienstleistung anbieten, Beratung, Versicherung und so weiter. Und das ist vielleicht eine Antwort darauf, wie man damit umgehen kann. Letztlich haben diese Strategien diesen Trend nicht gestoppt. Wenn man mich jetzt fragt, wie stoppt man diesen Trend? Gut, kann ich natürlich viele abstrakte Empfehlungen geben. Natürlich muss man auch sehen, dass die Strategien der jeweiligen Gewerkschaften aus den jeweiligen Situationen heraus getroffen werden. Deshalb bin ich da etwas zurückhaltend, jetzt da allgemeine Empfehlungen zu geben. Was ich meine aber ein wichtiger Aspekt ist, ist, dass eine Solidarisierung sicherlich voraussetzt, dass Kämpfe überhaupt stattfinden und dass man innerhalb dieser Kämpfe eben auch lernt zu gewinnen, also lernt, dass man gemeinsam etwas durchsetzen kann. Und da hat ja Herr Wieselski auf seine eigenen Erfahrungen verwiesen. Ich glaube, das ist eine wichtige Erfahrung, dass man im Kampf gemeinsam was durchsetzen kann. Und ich meine, auch wenn wir jetzt sehen, dass die Kita-Streiks nicht so erfolgreich waren, trotzdem sind sie ein interessantes Beispiel dafür, weil, weiß ich nicht, vor 20, 30 Jahren hätte man wahrscheinlich gesagt, das ist sozusagen der untypischste Bereich, wo ein Streik ausbrechen kann. Das ist kein Industriebetrieb, das ist nicht die klassische männliche Klientel des Industriearbeiters, der in der Gewerkschaft ist und dann auch mal streikt. Trotzdem gab es eine große Solidarisierung. Und die Tatsache, dass dann auch in so unerwarteten Bereichen Streiks ausbrechen können, dass Leute sich dort organisieren, zeigt dann eben auch, dass diese Geschichte ja zumindest offen ist dahingehend, dass dann Unvorgesehenes passieren kann. Also wir können nicht immer davon ausgehen, naja, das geht immer weiter runter und die Leute entsolidarisieren sich immer mehr und vereinzeln sich immer mehr. Es gibt eben auch Gegenbeispiele und diese Solidarisierung wird vor allem über Kämpfe erzeugt und insofern würde ich sagen, wir wissen, dass diese Kämpfe immer wieder stattfinden und entlang dieser Kämpfe werden auch Solidarisierungen stattfinden und es ist wichtig, darauf zu setzen, dann auch entlang dieser Kämpfe zu organisieren. Die Frage nach dem Individuum und wie müssen sich Gewerkschaften ändern, um ja, Bedürfnisse von veränderten Individuen zur Kenntnis zu nehmen. Abstrakt ist das sicher richtig, dass es gibt neue Berufsgruppen, es gibt neue Milieus, die bestimmte Bedürfnisse äußern. Wie geht man darauf ein? Das Problem ist aber trotzdem schwierig. Also das sage ich aus der eigenen Erfahrung. Um ein Beispiel zu nennen, also ich habe mal versucht, Lehrbeauftragte zu organisieren. Da kommen dann so Antworten, wenn man sagt, wir haben miserable Arbeitsbedingungen an den Universitäten und sollten uns entlang dessen organisieren, wie, es ist ein Privileg, an dieser großartigen Bildungseinrichtung zu unterrichten und ich würde es auch umsonst machen. Also so, das heißt, da stoßen sozusagen so unterschiedliche Vorstellungswelten oft aufeinander, dass es schwierig wird. Gleichzeitig, und da komme ich dann doch wieder auf die veränderten Bedingungen in der Krise.
Ich glaube, es gibt in so einer Situation der Krise auch massive Verschiebungen. Und massive Verschiebungen sowohl in den ökonomischen, in den politischen Bedingungen, als auch in dem Selbstverständnis der Leute, die davon betroffen sind. Also ein konkretes Beispiel, was mir jetzt gerade einfällt, seit Menschengedenken zum ersten Mal haben jetzt die Ärzte in Ausbildung in Großbritannien gestreikt. Das liegt eben daran, dass die Verschärfungen durch die Kürzungsmaßnahmen so massiv sind, dass die Leute gesagt haben, wir können das nicht akzeptieren, wir müssen was machen. Aber es liegt sicherlich auch daran, dass das im Zusammenhang steht mit ganz vielen Streiks im öffentlichen Sektor, die bereits geschehen sind, wo Leute Ähnliches gefordert haben. Also da komme ich nochmal zurück auf diese Wichtigkeit dieser Erfahrung des Kämpfens. Jetzt habe ich schon wieder viel zu lang geredet zum politischen Streik und zur verfassungsrechtlichen Geschichte. Ich bin kein Jurist, sage ich gleich dazu. Aber meinem Verständnis ist es so, die Koalitionsfreiheit ist in Artikel 9 Absatz 3 des Grundgesetzes verankert. Daran schließt sich die Frage, was das bedeutet. In der herrschenden Rechtsauffassung, und da hatte ich ja dieses wunderschöne Zitat des Bundesarbeitsgerichts aus den 80er Jahren, wenn die Koalitionsfreiheit nicht ein Streikrecht beinhaltet, ist es nicht mehr als ein Recht auf Betteln. Ich glaube, das ist an Eindeutigkeit nicht zu übertroffen. Trotzdem gibt es eine herrschende Rechtsauffassung, da schließt sich das zusammen mit dem zweiten Kommentar, dass für bestimmte Berufsgruppen Streiks verboten sind, zum Beispiel für Beamte, und dass Streiks außer im Ausnahmefall, dass die Demokratie insgesamt in Gefahr ist, nicht politisch motiviert sein dürfen, sondern für ökonomische Zielsetzungen auf der Betriebsebene ins Auge zu fassen sind. Das führt mich zur Frage des politischen Streiks. Es gibt diverse Gewerkschaften, auch auf DGB-Ebene, die darüber nachgedacht haben in letzter Zeit und das mal diskutiert haben oder auch mal auf Gewerkschaftstagen abgestimmt haben. Und es gibt Beispiele wie diesen Lehrerstreik in Hessen, wo sich einfach darüber auch hinweggesetzt wurde, dass es nach herrschender Auffassung dieses Verbot gibt. Und ich meine, das ist positiv zu bewerten, in dem Sinne, dass wir es nicht nur erleben, dass wir generell dieses Machtungleichgewicht haben, sondern dass sich das in dieser Situation der Krise nochmal erheblich verschärft. Also wenn man sich anguckt, wie diese Krise gemanagt wurde, wurde das sehr stark im Einklang zwischen Finanzindustrie, Vertreterinnen der Banken und so weiter, der Bundesregierung gemanagt. Gut, es gab in der ersten Krisenphase auch eine Beteiligung von Gewerkschaften, die das dann sehr wettbewerbskooperatistisch, um diesen Begriff nochmal zu verwenden, geregelt haben, mit sowas wie Abwrackprämien und so weiter. Aber im Großen und Ganzen ist die Möglichkeit, Politik zu beeinflussen für abhängig Beschäftigte ohnehin sehr viel geringer als für andere Interessen und in so einer Situation der Krise nochmal erheblich geringer. In so einer Situation, klar, muss man das dann prüfen, ob es andere Mittel gibt. Dann versuche ich. Weiß ich nicht, ob ich das letzte Wort habe. Eigentlich haben Sie das, Sie sind die Gastgeberin. Der Kollege sprach als DGB-Gewerkschafter davon, dass es eine automatische Verankerung der Gewerkschaften an politischen Parteien gibt. Ich vertrete öffentlich und nachhaltig die Auffassung, dass das ein Fehler ist. Wenn Sie eine Gewerkschaft an einer Partei festmachen, egal welche, ich bleibe da wertneutral, kriegen Sie am Ende ein Riesenproblem in der Zielsetzung und in der Solidarisierung für dieses Ziel. Wenn ich realistisch rangehe, sind in der GDL von ganz links bis ganz rechts Lokomotivführer organisiert. Wenn ich die in der CDU verankere, weil ich CDU-Mitglied bin, grenze ich einen Teil aus und man glaubt mir meine Zielsetzung nicht mehr. Die höchste Kunst ist, ein Ziel zu formulieren und über diese Zielsetzung die Solidarisierung herbeizuführen. Wenn Sie aber polarisieren, weil Sie sich politisch schon irgendwo verankern, haben Sie zwei Probleme. Erstens, ein Teil Ihrer Mitgliedschaft schaltet ab
weil sie sagen, das ist ja Parteipolitik und ich bin völlig anders aufgestellt, was jedem privat zusteht. Und zweitens, wenn sie die Solidarisierung dann verlieren, haben sie keine Kraft mehr. Ich vertrete die klare These, das Soziale in der Marktwirtschaft bewegen in allererster Linie die Gewerkschaften mit der Verbesserung von Arbeits- und Einkommensbedingungen und nicht unbedingt die einzelne Partei. Wir wissen, dass es die gibt. Sie verspielen sich auch die Möglichkeit, Kooperationspartner auf Zeit zu finden. Wir haben jetzt eine ganz intensive Kooperation mit Grünen und der Linkspartei. Und ich schäme mich dafür nicht. Warum auch? Wenn man auf einmal feststellt, dass man nur noch diese Beteiligten im Gesamtgefüge hat, die sich solidarisieren für die Zielsetzung, dann sollte man mit denen tunlichst zusammenarbeiten. Und mit einer automatischen Verankerung sind sie an der Stelle ein Stück weit wie gefangen. Das soziale Gefüge, das Sie ansprachen, man hat das Gefühl, dass es sich einseitig entwickelt oder immer weiter schwindet. Aber ich bin an der Stelle optimistisch, weil ich glaube, dass über eine sehr lange Phase teilweise ordoliberales Gedankengut Einzug gehalten hat und gewerkschaftliche Betätigung so etwas Schnuddliges oder Schmuddliges gewesen ist. Und das hat sich geändert. Das hat sich geändert, auch nachdem wir 2007 als erste Gewerkschaft in die Auseinandersetzung gegangen sind. Von da an sieht man eine Zunahme an Aktivitäten und auch die Forderung aus der Basis von Gewerkschaften an die Führung. Wenn wir hier genug Mitglieder abbilden, dann könnt ihr nie von oben predigen, dass wir zu schwach sind, weil die These dann nicht mehr stimmt. Die Frage, die hier kam, Zeitarbeit und EVG, ich lasse es an der Stelle, weil die Zeitarbeit in Bezug auf Lokomotivführer beerdigt ist. Es gibt eine schriftliche Vereinbarung zwischen der DB und uns, dass die Anzahl der Lokführer in der DB Zeitarbeit nicht größer als 100 werden darf. Und dort sind spezielle Lebensmodelle drin, wo die Kollegen auch sagen, sie wollen so aus der DB Zeitarbeit heraus operieren. Sie ist nicht mehr schädlich. Die vielen anderen GmbH, die jetzt vielleicht wieder gegründet werden sollen, die werden wir auf dem Niveau tarifieren, egal welche GmbH gegründet wird, das Niveau ist bestimmt. Und das ist natürlich ein Mehrwert, dass wir heute erstmals wieder in die Lage versetzt werden, Gesellschaften zu tarifieren, die noch gar keine Arbeitnehmer hatten. National Express wird hier allerorten als Dumpingunternehmen bezeichnet, war das erste Unternehmen, das sich bei uns gemeldet hat und um einen Tarifvertrag bat, weil sie vernünftig im Markt einsteigen wollten, auf dem Lohnniveau, das im Markt vorgegeben ist von uns. Letzte These zur einseitigen Verschiebung, dort gehört das mit hin, und zum Grundgesetz und dem dort drin verankerten Rechten. Ich mache es mal mit einer Anfangsfrage, die kurz ist. Sind wir nicht alle etwas müde geworden und glauben, dass sich die Dinge von allein regeln? Und sind wir nicht gar nicht mehr bereit, uns für etwas einzusetzen und zu kämpfen? Und die Antwort lautet, genau das ist es. Man muss sich die Dinge, die im Grundgesetz verankert sind, auch wieder zurückerobern, wenn man feststellt, dass sie einem entgleiten. Wenn andere diese Spielräume interpretieren, dann muss man sich aufmachen und etwas dagegen tun. Und an der Stelle bitte ich um Verständnis für die 68er. Ja, das war nach dem, was ich lesen durfte, eine spannende Zeit, aber ich bin an der Stelle geschichtlich gehemmt, weil ich nicht Teil des Prozesses war, nicht bloß übers Alter, sondern auch über meine Sozialisierung für die ersten 30 Lebensjahre. Ich habe eins gelernt in der neuen Zeit und wir haben eine unglaubliche Lerndichte gehabt von 1990 an. Wenn man das Gesamtgefüge analysiert und sich auf dem bewegt, was Fakt ist, dann kann man trotzdem erfolgreich sein. Ich halte nichts davon, mit Gerichten zu drohen oder mit Formulierungen zu operieren, die man im politischen Rahmen vielleicht erst in 25 Jahren umsetzen kann. Das muss auch sein. Aber das ist nicht die Aufgabe von Gewerkschaften. Ich bin eigentlich ein glücklicher Mensch, weil es uns gelungen ist, in dem bestehenden Rechtsgefüge mit den vorhandenen rechtlichen Mitteln unsere Rechte tatsächlich wahrzunehmen und sie zurückzuerobern. Das ist die Botschaft, die die Lokführer in dem Lande gesetzt haben. Und sie sind dafür viel zu sehr gescholten worden und auch noch zu Unrecht. Aber das hat die Öffentlichkeit, ganz anders als die veröffentlichte Meinung, mittlerweile lange verstanden, für richtig befunden
und nachhaltig in den Köpfen auch anderer Gewerkschaftsloser und wieder Gewerkschaftsmitglieder und vor allen Dingen in den Köpfen von Gewerkschaftsführern verankert. Und dafür bin ich absolut dankbar. Das war nicht ganz kurz, aber... Leben in Zeiten der multiplen Krise, studentische Ringvorlesung an der Uni Kassel.